Was benötigt man, um aus diesem leeren Schreibtisch im Kinderzimmer von meinem Sohn das zu machen? Ich verrat's dir im heutigen Adventskalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. Wie du richtig siehst, sitze ich hier nicht in meinem Studio, sondern im Kinderzimmer von meinem Sohn, der mir neulich sagte, Papa, ich möchte auch mit Musik anfangen. Nichts leichter als das, habe ich gedacht. Ein paar Komponenten habe ich ja noch zu Hause. Ich baue dir einfach ein Studio. Und weil ich gedacht habe, das ist vielleicht auch für dich interessant zu sehen, womit ich ein kleines Studio starten würde, machen wir das einfach mal zusammen. Wir gehen jetzt also mal hier in die Trickkiste, in das, was ich noch zu Hause hatte. Ein paar kleinere Neuanschaffungen waren auch dabei. Ich blende dir einfach mal ein, was es jeweils gewesen ist und was es mich gekostet hat, wenn ich es nicht sowieso schon zu Hause hatte. Was brauchen wir als erstes? Wir starten als erstes mal mit einem Rechner. Um am Rechner was sehen zu können, brauchen wir zunächst einmal einen Bildschirm. Ich hole mal einen. Diesen Bildschirm habe ich noch gehabt aus älteren Zeiten. Früher habe ich mal mit zwei von denen gearbeitet. Das war in meinem Studio der Monitor, aber jetzt habe ich ja einen größeren, wie du sicherlich schon in den anderen Videos gesehen hast. Aber dieser Monitor wird hier sicherlich gute Dienste tun, wenn mein Sohn direkt davor sitzt. Kann man direkt hier auf den Schreibtisch draufstellen. Wir brauchen einen Rechner. Für den Rechner konnte ich nicht in die Trickkiste greifen, sondern musste eine Neuanschaffung tätigen und habe gedacht, probiere ich doch einfach mal den kleinsten M1 Mac aus, den ich so kaufen kann. Bin also bei Apple auf die Homepage gegangen, habe den kleinsten M1 gekauft mit 256 GB Festplatte und ja, Basisausstattung. Auf jeden Fall ein Rechner, mit dem man durchaus arbeiten können sollte. Wir schauen uns dann gleich nochmal an, was dieser wirklich imstande ist zu leisten. Aber dieser kleine Rechner macht keinen Krach, ist leistungsfähig und sollte für eine moderne Musikproduktionssituation heutzutage auf jeden Fall ausreichen. Was wir aber auf jeden Fall dafür brauchen, ist eine externe Festplatte. Also habe ich eine organisiert. Hier eine externe Festplatte, einfach mit einem Adapter hinten dran gesteckt an einen von den Thunderbolt-Ports, zack, und schon sollte das ganze Ding mit deutlich mehr Speicher ausgerüstet sein. Hier passen jetzt drauf 480 GB, genug Platz für eine große Sample-Bibliothek. Schließen wir den mal kurz an. Rechner steht schon mal. Jetzt kann man ihn natürlich nicht bedienen, also brauchen wir dafür auf jeden Fall auch eine Maus und eine Tastatur. Und damit das ganze stilecht bleibt, hier ein passendes Mauspad natürlich für den Einsteiger schon mal die richtigen Töne setzen. Als nächstes brauchen wir ein Audio-Interface. Audio-Interface habe ich noch gehabt. Folgendes. Das Focusrite 2i2, Scarlett 2i2 habe ich noch gehabt. Dritte Generation ist noch da, ist sogar noch der Aufkleber drauf. Den machen wir mal ab. So, weg damit. Brandneu. Naja, von mir benutzt, aber den Aufkleber habe ich jetzt zum ersten Mal abgemacht. Also, Focusrite Scarlett 2i2 als Einstiegsgerät anschließen. Fehlen noch Lautsprecher, oder? Sonst kann man ja nichts hören. Lautsprecher habe ich noch gehabt, ein älteres Paar Aktivlautsprecher, stelle ich mal kurz hin. Beim Anschließen der Lautsprecher nie die alte Regel vergessen, rot ist rechts und links ist Mono. Und weil mein Junge gerne in Beats macht, habe ich auch noch meine kleine Maschine genommen. Ich habe nämlich von Native Instruments noch eine kleine Maschine, mit der ich verschiedene Pads anbieten kann und Sounds anbieten kann. Die hole ich mal eben. Die Maschine von Native Instruments, auch immer noch der Aufkleber drauf. Auch den machen wir mal kurz ab hier. Die Mikromaschine von Native Instruments ist eigentlich ein super Paket für Einsteiger, denn sie bringt jede Menge Sounds mit, jede Menge Libraries, mit denen man verschiedene Sounds schon machen kann, mit denen man wunderbar arbeiten kann. Einfach nur Kabel dran und anschließen. Fertig. So schnell kann man ein kleines Studio aufbauen. Natürlich nicht so schnell. Ich habe einiges auch da gehabt. Aber gehen wir nochmal kurz durch. Also, Monitor habe ich gehabt. Kleinster Mac, übrigens günstig bei Apple geschossen, gibt es als Refurbished. Dann ist er mit Garantie aber nochmal deutlich günstiger. Oder waren Retouren, ein Rückläufer auf jeden Fall. Also, kleiner Rechner, Tastatur, Maus, Mauspad nicht vergessen. Dann ein Audio-Interface, Focusrite, Scarlett 2i2, in diesem Fall dritte Generation, mittlerweile ist, glaube ich, die vierte Generation rausgekommen. Lautsprecher, die ich noch hatte, eine Maschine und fertig ist das System. Keine Akustikbearbeitung hier im Raum, aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also wir starten mal den Rechner. Mittlerweile ist das System hochgefahren und wir haben hier die Oberfläche von der Native Instruments Maschine und ich habe sogar schon einen Sound reingeladen. Wir können mal kurz gucken, ob alles funktioniert. Kann man auf jeden Fall Spaß machen. Ich starte mal Logic Pro X.
Logic ist geladen und jetzt schauen wir erstmal in eine Produktion von meinem Sohn rein und beobachten dabei auch mal die Prozessorauslastung. Schauen wir mal, was der M1 kann. Also bei ausschließlich Sample-basierter Musik scheint sich der M1 zu langweilen. Wir öffnen mal kurz eine Produktion, die ich unten im Studio gemacht habe. Eine Logic-Session ausschließlich mit Logic-Plugins, das gebe ich zu. Aber eine ausgewachsene Produktion. Gucken wir mal, ob der M1 das auch handeln kann. Eikermann-Dann, die Spuren des Monats im Premium-Bereich sind es gewesen und ein Song, den ich komplett in Logic Pro X mit ausschließlich Stock-Plugins gemischt habe. Dazu gibt es auch ein ausführliches Mix-Tutorial im Premium-Bereich mit 40 weiteren ausführlichen Mix-Tutorials. Falls das für dich interessant sein sollte, kannst du da hier oben mal gucken, verlinke ich dir mal ein paar Informationen zum Premium-Bereich. Vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Aber wir schauen jetzt mal, was der M1 mit Eikermann-Dann macht. Eine ausgewachsene Produktion. Ich bin sehr gespannt. Also auch mit einer ausgewachsenen Produktion scheint sich der M1 zu langweilen in der Basisausstattung. Vielleicht eine Inspiration für dich, mal drüber nachzudenken, falls du dir nicht den super teuren, super duper Audiorechner leisten kannst. Vielleicht als Basisausstattung schon mal mit dem M1 anzufangen. Und wir können ja mal in einem weiteren Video testen, falls du das möchtest, wie viel tatsächlich rechenintensive Instanzen dieses Ding noch so abhandeln kann. Dazu bitte einen Kommentar unten reinschreiben. Jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil. Und das Einzige, was wir jetzt hier noch brauchen, um aus dem Studio ein richtig cooles Studio zu machen, das ist der richtige Sitz. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Besser, deutlich besser. Und falls du vielleicht keine Kohle für ein neues Studio haben solltest, aber vielleicht kostenlose Plugins gut findest, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.